Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist Eisenach, hier ist die Werner-Assmann-Halle. Wir sahen gerade zweite Handball-Bundesliga. Männer, TSV Eisenach gegen den VfL Gummersbach. Endstand 27:35, Halbzeit 14:15. Ich heiße recht herzlich willkommen den Trainer unserer Gäste, Gudjon Sigurdsson. Herzlich willkommen von Eisenacher Seite. Unseren Trainer Markus Mohuni, den Manager René Witte. Zuerst das Statement vom Gästetrainer. Bitte schön. Ja, guten Abend. Markus, danke fürs Spiel heute. Wir sind natürlich überglücklich, dass wir heute gewonnen haben. Hatten unsere Probleme am Anfang mit der sehr starken und aggressiven Abwehr von Eisenach. Sind dann in Rückstand geraten, aber bin sehr stolz auf meine Jungs und wie die das, wie die weiter cool geblieben sind und weiter an unser System geglaubt haben. Und wir haben uns dann Stück für Stück wieder ins Spiel gekämpft. Und Anfang zweiter Halbzeit, muss ich sagen, haben wir überragend gedeckt, 10 Minuten lang und sind dann, könnten dann mit, glaube ich, 6 oder 7 Toren führen, was ausschlaggebend war. Heute, glaube ich, bin auch sehr zufrieden, wie wir rotieren könnten, wie viele Rückraumspieler wir einsetzen könnten und muss sagen, Kompliment an meine Mannschaft und die haben fast alle sehr, sehr gut heute gespielt. Dankeschön. Rudi, dein Statement. Ja, hallo zusammen. Gorgi, herzlichen Glückwunsch, absolut verdient, muss man leider so anerkennen. Und gleichzeitig ist es auch natürlich etwas enttäuschend, weil wir uns sicherlich mehr errechnet haben und Gorgi hat es gerade gesagt, so auf die Leistung, auf die seine Truppe auf einzelnen Positionen oder gesamt gekommen ist, das hat bei uns halt nicht überall 100% funktioniert und dann geht es gegen Gummersbach eben schnell, dass es dann so zu so einem Ergebnis kommt. Wenn ich das mal aufrollen darf, wir haben gut angefangen, wir haben die Aggressivität ins Spiel gebracht. Ich denke mal, wir haben damit Gummersbach auch schon ein bisschen erschrocken oder überrascht, konnten es halt vom Niveau her, wie man gesehen hat, nicht leider 60 Minuten auf die Platte bringen und hatten trotzdem Augenhöhe bis zur Halbzeit und es waren 4 technische Fehler in unseren Reihen. Damit kann man absolut leben. Wenn die zweite Halbzeit nicht gewesen wäre, wo wir dann einfach zu viele Bälle hergegeben haben, da machen wir ganze 10 technische Fehler. Wir haben dann auf gewisse Aktionen, auf gewisse Situationen auch keine Antwort mehr. Im Angriff haben wir nicht so dieses Tempo reinbekommen, wie wir es eigentlich uns vorgenommen haben. Ja, und haben dann viel mit unseren Situationen gehadert. Nichtsdestotrotz muss man ganz klar sagen, dass Gummersbach natürlich auch Gummersbach ist und wenn sie natürlich in dieser Form auflaufen und wenn sie natürlich mit diesem Tempo das Spiel durchziehen und cool bleiben und das macht nun mal eine Spitzenmannschaft auch aus, dann wird es dann auch eben für andere Mannschaften schwer und nicht nur für uns. Und das erkennt man auch an der Vorbereitung vom VfL, das haben wir alles von vornherein gesagt, das wussten wir alles. Nichtsdestotrotz müssen wir uns auf uns schauen und für uns geht es dann weiter ab Mittwoch und darauf bereiten wir uns dann ab morgen schon vor und ich hoffe, dass wir da natürlich ein anderes Gesicht zeigen und dass wir da sicherlich auch von den Positionen her wieder ganz andere Möglichkeiten mitbringen und freue mich schon auf die weitere Arbeit. Danke. René, ergänzende Worte? Ja, auch von mir schönen guten Abend. Erst einmal auch in die Facebook-Live-Gruppe. Hallo zusammen. Glückwunsch nach Gummersbach, Gudjo, zum verdienten Sieg. Ja, manchmal muss man sich ein bisschen überlegen, was man sagt. Es war natürlich heute, es hätte heute alles passen müssen, um so eine Spitzenmannschaft wie den VfL zu schlagen. Aber dass wir das die Möglichkeit haben, haben wir, ich würde sagen, knapp 25 Minuten gezeigt. Aber gegen so eine Spitzenmannschaft muss man es dann eben 60 Minuten zeigen. Und wenn man das Spiel dann in der zweiten Halbzeit innerhalb von 6 Minuten wegwirft, dann macht man sich die ganze Arbeit davor eigentlich zunichte. Und das regt mich ein bisschen auf. Natürlich muss man der Mannschaft auch zugute halten. Wir haben seit 5 Wochen keinen Spielbetrieb oder es ist jetzt die 5. Woche, wo wir Handball spielen. Das geht auch nicht spurlos an der Mannschaft vorbei. Das ist auch logisch, dass wir, ob das jetzt Quarantäne war oder ob wir jedes Mal 48 Stunden oder 24 Stunden vor einem Meisterschaftsspiel dann eine Absage bekommen haben. Das ist natürlich auch nicht gut, aber alle Mannschaften müssen damit leben und wir können uns jetzt auch nicht jeden Tag über Corona aufregen. Das haben wir jetzt 1,5 Jahre und wir haben jetzt noch 10 Endspiele.
Und wir dürfen uns solche 6 bis 10 Minuten nicht erlauben. Ich bleibe dabei, kommen die nicht, wird es gegen jede Mannschaft oder jede Mannschaft hat es dann schwer gegen uns. Insofern bin ich ein bisschen sauer, dass wir das Spiel einfach so wegwerfen, weil wir es näher gestalten hätten können. Und dann muss man auch sagen, liegt dann die Drucksituation beim VfL, wenn wir dran sind. Und dazu haben wir sie heute nicht hinbekommen. Das haben wir nur die ersten 10, 20 Minuten geschafft. Und daran müssen wir arbeiten. Das muss ich deutlich sagen. Jetzt kommen wichtige Spiele. Wir sind in einer englischen Woche nach der anderen. Unten lecken, kurz analysieren und dann müssen wir uns vorbereiten. Wir müssen nach Mittwoch nach Dessau. Die haben heute mit 6 Toren in Ferndorf verloren. Es ist also alles spitz bei Knopf. Wir haben den Abstand nach unten gehalten, aber wir wollen ihn endlich ausbauen, damit wir hier einen Haken an der Saison machen. Und da fordere ich jeden in der Mannschaft auf, bis zur letzten Minute alles zu geben. Danke. Ich danke die Damen und Herren. Jetzt Möglichkeiten für Nachfragen. Mikrofon liegt da vorne. Eine Frage an Eisenachs Trainer. Was nimmt man jetzt Positives mit? Kann man was Positives mitnehmen oder überwiegt die Enttäuschung der zweiten Halbzeit und das klare Endresultat dann doch den guten Auftritt in der Auftaktviertelstunde? Nein, natürlich. Wir haben ein kurzes Zeitfenster bis Mittwoch und da haben wir 2-3 Mal Training und da werden wir natürlich die positiven Dinge mitnehmen. Wir müssen natürlich auch über die Sachen reden, die nicht so funktioniert haben, wie wir es uns vorgenommen haben. Aber wir werden, das macht es ja aus. Wir sind ja Sportler, wir müssen ab Mittwoch wieder 100% performen und das muss man auch von jedem Leistungssportler erwarten. Dafür sind wir da und ich denke schon, dass wir jetzt hier nicht mit der Axt im Walde arbeiten können, sondern wir müssen ganz klar sagen, was war gut, was war ordentlich, da müssen wir weiter dran aufbauen. Genauso wie wir es auch in der Vergangenheit gemacht haben. Und das ist ganz klar der Weg. Axel beantwortet. Weitere Fragen von euch? Okay, wenn das nicht der Fall ist, will ich es nicht in die Länge ziehen. Euch eine gute Heimfahrt. Viel Erfolg weiterhin in der Saison. Schöne Grüße nach Gummersbach an alle. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr heute da wart. Wie gesagt, nächste Woche Samstag erneut Heimspiel dann hier gegen die Rimpa Wölfe. Kommt gut übers Wochenende und bleibt bitte alle gesund. Passt auf euch auf. Danke.